Guten Morgen zusammen. Wie ihr vielleicht erahnen könnt, sitze ich auf dem Rad und rolle. Ich befinde mich heute in Salzgitter. Hier gibt es so einen kleinen offiziellen Wohnmobilstellplatz direkt an dem Salzgittersee. Und mir war mal so danach, nach der letzten Nachtschicht hier rüber zu fahren. Das sind so 2,5 Stunden. Ich habe wieder so 2-3 Nächte Zeit, was zu machen. Beziehungsweise 2-3 Übernachtungen. Und dachte mir, ich fahre mal wieder Richtung Osten oder Nordosten und erkunde die Gegend hier so ein bisschen. Ich würde euch da gerne wieder mitnehmen. Also wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. Als ich gestern ankam, war strahlender Sonnenschein. Ich bin noch ein paar Meter hier gelaufen, an dem Strand vorbei, den ich euch gleich noch zeigen werde und so weiter. Und heute ist es leider sehr stark bewölkt, aber mittlerweile trocken, das ist ja schon mal viel wert. Man kann sich das Wetter halt nicht immer aussuchen. Hier bei dem DLRG-Zentrum finde ich diese Bemalung unheimlich schön. Habe ich gestern schon bewundert. Schon sehr gut gemacht, bis in die kleinsten Details rein. Direkt daneben ist hier so ein Piratenspielplatz, den ich jetzt heute auch definitiv gut filmen kann. Gestern war hier durch das gute Wetter und den Sonntag natürlich unheimlich viel los. Da wäre das mit dem Film wieder ein bisschen komisch gewesen. Hier so ein Wasserspielplatz und Klettern und Buddeln und perfekter kann es doch für ein Kind kaum sein. Hier können die Eltern schön so auf einer kleinen Picknickwiese ihre Zeit verbringen. Oder bei etwas älteren Kindern natürlich auch schon dort gegenüber in der Strandbar. So, auf der anderen Seite gibt es dann auch überall so kleine Picknickplätze. Da wurde gestern auch gegrillt überall. Öffentliche Toilettenanlagen, die gestern trotz dieses großen Andrangs hier doch noch sehr sauber waren. Und der Strand hier von der Breite ist auch nicht zu verachten, finde ich. Kann man schon gut aushalten bei schönem Wetter. Ich hatte gestern kurze Hose T-Shirt an, wo ich hier so ein bisschen gelaufen bin. Und das war sehr angenehm. Und hier jetzt nochmal aus der Nähe ein kleiner Blick auf diese Strandbar. Wirklich ganz tolles Ambiente hier. Also es, man fühlt sich direkt wie in der richtigen Strandbar im Süden. Sehr schön gemacht an Jim's Beach. Und auch danach noch ein ganzes Stück Badestrand. Diese ganzen Wege hier rundum sollen 15 Kilometer sein, laut der Ausschilderung. Ob das stimmt oder nicht, werde ich nachher mal sehen. Ich habe gerade gedacht, diese Bänke aus Granit waren da vorne schon einmal. Oh, da fliegt eine Eule, schaut euch das an. Ich hoffe, die ist im Zoom drinne zu erkennen. Wunderschön. Naja, ich wollte sagen, die Bänke hier aus Granit, da denke ich, dass sie im Sommer durchaus heiß werden. Und auch hier, wie an jedem See, was darf nicht fehlen, ein Tretbootverleih. Da vorne nochmal mit ordentlicher Gastronomie dabei. Also so am See an sich ist schon einiges zu bieten. Und natürlich Enten und die verschiedenen Gänsearten. Kanadagänse habe ich gesehen, Nilgänse jetzt. So einiges. Und im Hintergrund hat man einen schönen Blick Richtung Harz. Auch nicht ganz zu verachten. Und so sieht das Ganze vom Nahen aus. Ich finde auch sehr einladend. Geht's zur Wasserskianlage in die Richtung, wo ich jetzt radel. Und hier an der Seite, das ist ja klasse, nochmal schön so ein Zweimaster. Mit Anker. Schön.
Ja, ich bin jetzt schon auf der anderen Seite des Sees. Dahinter dieser Halbinsel war ja dann diese Strandbar. Und hier schaut man jetzt auf diese Wasserskianlage. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen. So solltet ihr das schon gut erkennen können. In die Richtung geht auch gleich meine Radtour weiter. Und immer schön entlang des Sees. Man hört natürlich gelegentlich hier von der Hauptstraße ein bisschen. Musste gerade auch einmal 20 bis 50 Meter eben an der Straße vorbei und sofort wieder hier auf den Seeradweg. Also bis jetzt echt toll. Die Wasserqualität scheint rein optisch auch sehr gut zu sein, also ist glasklar hier. Und auch hier gibt es überall solche schönen überdachten Stellen, wo man anscheinend ein Feuer machen kann, sind extra so Tröge für da. Gut, jetzt mit dem Graffiti, das muss man mal ausblenden, wenn es wenigstens schön wäre. Also generell habe ich da nichts gegen, solange es Privatgrund nicht beschädigt oder beschmutzt, wie in diesem Fall, finde ich. Aber sonst ist echt ein herrliches Fleckchen Erde hier. Wenn man aufmerksam ist, sind hier so neben dem Weg oft so kleine Zugänge, wo dann auch mal die Treppen kommen und man dann zu so einer Badeinsel schwimmen kann. Also manchmal gehen hier rechts so Brücken rüber und hier läuft in zweiter Reihe manchmal parallel auch noch ein Radweg. Da könnte man wahrscheinlich noch alternativ fahren, weil auch auf der anderen Seite sind Parkplätze, die kostenlos sind. Ich stehe jetzt hier auf dem gebührenpflichtigen diesmal. War mir aber heute bzw. gestern eigentlich egal, weil ich nach der Nachtschicht einfach nur schnell irgendwo stehen wollte und die nehmen 5 Euro für 24 Stunden. Da kann man auch nichts sagen. Und Fähr- und Entsorgung ist auch gegeben, also daher alles gut. Jetzt bin ich hier an dem Strandbad, wo auch die Wasserskianlage ist. Und das Ganze fängt an mit so einem schönen Spielplatz hier vorne. Also ich muss sagen, die ganze Anlage, der ganze See bis jetzt ist alles sehr gepflegt. Auch wenn der Weg rundum durch Wurzeln die ein oder anderen Auswölbungen oder Beschädigungen hat, aber das macht ja nichts. Und auch hier wieder Toilettengebäude und Gastronomie, die jetzt gerade geschlossen ist. Wahrscheinlich noch aufgrund des Wetters bzw. der Saison. Wir haben übrigens Ende April, falls ich das noch nicht erwähnt habe, weil die Videos ja momentan durch diese lange Norwegen-Reihe alle ein bisschen zeitversetzt kommen. Hier an dieser Wasserskianlage unten sehe ich gerade unter den roten Pavillons, ist so ein Außenbereich, wo man sitzen kann. Also das ist natürlich auch wunderschön, ne? Wenn dann das Wetter mitspielt. Seht ihr den Bereich? Ja, ne, ich denke schon. Ich zoome das Ganze mal so ein bisschen. Ihr wisst, das ist beim Radeln immer ein bisschen schwierig, das dann wackelfrei hinzukriegen. Aber ich denke, so ist es okay. Und hier sieht man jetzt einmal diese ganze Anlage. Ja, wir haben schon was geboten. Auch als Zuschauer bestimmt interessant. Diese Brücke vor mir habe ich gestern schon gesehen von so einem kleinen Aussichtspunkt auf der anderen Seite. Und da wollte ich unbedingt hin, um mir das auch anzuschauen. Ich finde es gut, dass auch so kleine Brücken einfach mal so mit einem Standwerk irgendwie gebaut werden, anstatt nur einfach Füße drunter und fertig. Ist ja optisch auch immer ansprechender. Wie heißen die denn? Sind das Hängebrücken? Wenn es einer von euch weiß, schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Ich finde Brücken irgendwie faszinierend.
Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so. Ja, jetzt hier an der Brücke besteht die Möglichkeit nach rechts. Da sieht man auch so Trimmdichtgeräte. Man kann geradeaus am See weiterfahren oder über diese Brücke. Und die Brücke hat so eine extreme Breite. Die ist auf jeden Fall für was Größeres auch ausgelegt. Ich habe mich entschieden, rechts erst einmal zu fahren, weil ich neugierig bin. Und hier kommen dann so Sportstätten von Fußball, Basketball, Tischtennis, so mehrere Kleinplätze und dann auch diese Fitnessgeräte. Wobei ich da nicht ganz so viel von halte, muss ich ja ehrlich zugeben. Es ist ganz nett so am Wegesrand, wenn das jetzt so zentral an einer Stelle ist wie so ein Fitnesspark. Okay, aber so nach diesem Prinzip der, ich glaube, 70er Jahre Trimm durch Pfade. Naja, muss auch jeder für sich selber entscheiden. Und auch hier wieder so eine schöne breite Brücke. Vielleicht sind sie so breit, ich habe irgendwo in der Nähe so Schilder gesehen, militärischer Sicherheitsbereich, dass das dann auch genutzt werden kann. Ist aber nur eine Vermutung. Ja, hier an dieser Stelle bin ich jetzt genau gegenüber von meinem Stellplatz, wo ich vorhin gestartet bin. Und zwar, wenn man das so ein bisschen ranzoomt, kann man da, glaube ich, schon ganz gut meine Hope erkennen. Und jetzt geht's dann weiter in diese Richtung. Ich mag das ja mit diesen ganzen kleinen Ausbuchtungen so daneben. Und wenn dann da auch noch ein Schwan sitzt, ist es natürlich perfekt. Für die, die es interessiert, der Schwan gilt als Krafttier. Hat mir neulich eine gute Freundin gesagt. Und ich finde Schwäne einfach super. Nachdem ich ihn mir jetzt eine ganze Zeit lang angeschaut habe, dachte ich, ich radel weiter, weil die ja meistens ein bisschen scheu oder aggressiv sind, aber der überhaupt nicht. Deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen näher ran. Werde jetzt aber auch weiter. Nachdem ich diesen kleinen Hügel hoch bin, hier ein Kunstwerk. Ich nehme an, dass es die Windräder darstellen soll, die vorhin auf der anderen Seite gut zu sehen waren. Sieht zumindest ganz nett aus in den Farben. Könnte ein bisschen neuen frischen Anstrich vertragen, aber sonst passt das schon. Dort auf der gegenüberliegenden Seite ist jetzt dieser kleine Aussichtspunkt zu sehen, wo ich gestern zu Fuß war. Das ist vom Bulli nur so 20 Minuten laufen. Ich bin gestern wirklich in jede Richtung maximal 30 Minuten gegangen, würde ich sagen. Weil für mehr hatte ich einfach keine Energie mehr. Aber von dort aus habe ich dann diese blau-gelbe Brücke gesehen, die ich vorhin gezeigt habe. Ja, von da bin ich jetzt gekommen. Vom Salzgittersee gerade weg. Und dann geht es raus hier direkt in solche Felder. Also wenn man möchte, ist man hier auch durchaus aus der Stadt schnell im Grün. Aber auch im Umland, ihr seht es ja. Selbst wenn man mit dem Auto mal eben 10 Minuten irgendwo hinfahren müsste, weil man das zu Fuß nicht machen möchte oder kann, ist hier echt sehr viel Gelegenheit gegeben, ins Grüne zu kommen. Da vorne sitzt wieder so ein Reiher. Ich versuche den diesmal einfach mal nah ranzukriegen und hoffe, der ist nicht so schreckhaft wie die anderen immer. Entschuldigt das Wackeln.
Aber sonst wird das nichts, wenn ich im Zoom auf dem Fahrrad sitze. Und wie ihr gerade sehen konntet, ist er natürlich weggeflogen. Ist ja auch richtig so. Hier entlang dieses kleinen Wasserkanals sind immer wieder so schön blühende Bäume. Und gelegentlich duftet es sogar ganz süß. Wir waren neulich in einem Wald, sind so ein bisschen über diese Trampelpfade von Wildschweinen gewandert. Und da kam ein Baum, eine Rosskastanie. Gibt es bei uns in der Ecke nicht so oft. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine und wusste nicht, was es war und hatte mich erkundigt, weil die so sehr süß, angenehm duftete. Und bevor wir überhaupt den Baum sehen konnten, hatte ich schon wieder diesen lieblichen Duft in der Nase. Und ja, einige Hecken und Büsche weiter kam dann auch diese Rosskastanie. Also wenn ihr die kennt, wisst ihr, was ich meine. Wenn nicht, schaut mal, ob es irgendwo eine gibt in eurer Region. Und wenn die gerade blüht, unbedingt mal die Nase dran halten. Nur nicht zu nah, weil die ein extrem klebriges Sekret abgibt. Und das pappt auch an der Nase. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich bin jetzt eine Ortschaft weitergefahren, und zwar Richtung Salda. Und auf dem Weg zu meinem Ziel sind diese schönen Tierchen zu sehen. Natürlich nicht echt, aber trotzdem schön. Und direkt daneben diese kleine Windmühle. Und dahinter ist schon zu erahnen, wo ich hin möchte. Jetzt geht es hier über diese kleine Brücke. Über mein geliebtes Kopfsteinpflaster. Erstmal zu diesem schönen kleinen Teich. Ihr habt gedacht, es geht direkt zu dem Anwesen, oder? Nein. Erst zu dem Teich hier neben. Man muss sich ja steigern. Aber ist doch auch ein schönes Fleckchen hier. So. Jetzt seht ihr, warum ich einmal um den Teich rumgefahren bin. Um auch hier so eine schöne Frontansicht zu haben. Genussvoll hier auf das Schloss zuzufahren. Ist doch ein toller Anblick, oder? Mit diesem Baum davor. Ich finde, das hat richtig was. Ich schaue jetzt mal hier an der Seite, wie weit man da rein kann und darf, um mir alles einmal mit euch zusammen anzuschauen. Ja, hier steht ausdrücklich, Betreten des Grundstücks auf eigene Gefahr, Klettern auf den Objekten verboten und Elternhaften für ihre Kinder. Jetzt habe ich meine Mutter nicht dabei, also bin ich wohl eigenverantwortlich hier unterwegs. Sollte in meinem Alter aber auch möglich sein. Wow, ja, das ist meine Hofanlage hier in der innenliegenden Seite. Ach, da oben läutet gerade die Glocke. Kriege ich es jetzt noch gezoomt während des Läutens? Nein, natürlich nicht. Aber so seht ihr zumindest einmal die Glocke, die gerade geläutet hat. Ja. Und so. Einmal den Rest des Hofs mit diesem riesen Metallrad an der Seite. Und dahinter die kleine Grubenbahn. Ich bin mal abgestiegen, damit es nicht ganz so sehr ruckelt. Natürlich lässt sich beim Gehen das ein oder andere Wackeln auch nicht vermeiden, aber das ist halt so. Ich war neulich bei diesem großen Elektromarkt, dieser rot-weiße, und wollte mir die GoPro holen. Da gab es so eine Aktion zu Ostern, dass es zwei Akkus dabei gab.
Und nach langem Ringen mit mir selber hatte ich mich entschieden, das zu machen. Aufgrund des nicht vorhandenen Verkäufers bzw. mich meidenden Verkäufers habe ich mich nach 15 Minuten entschieden, nachdem ich schon nachgefragt habe, ob ich denn eine Beratung haben könnte, dieses Gerät nicht zu kaufen und einfach mit meiner Kamera zufrieden zu sein. Geld gespart, Unternehmen nicht noch reicher gemacht und trotzdem zufrieden. So, hier steht schön. Salzgitter Erzbergbau AG 1937 bis 1976. Die Schachtanlagen waren die Finkenkuhle Georg bis 1965, Hannoversche Treue bis 1966, Wort-La-Ohlendorf bis 1966 und im Peine bis 1968. Und hier steht nochmal Schachtanlage Havala-Wiese, Schachtanlage Konrad und Eisenerz aus der laufenden Förderung der Schachtanlage Havala-Wiese. Schön, das auch mal so zu sehen. Hier ein schöner Brunnen noch. Mit einem doch sehr modernen Kunstwerk obendrauf. Ich denke mal, dass das vielleicht nicht unbedingt aus der Zeit des Schlosses ist. Aber nicht ausgeschlossen. Und von hier jetzt auch einmal diese Dimension des Wagenrads gut zu sehen, denke ich. Hier neben steht mal so eine Mülltonne. Da hat man vielleicht einen Vergleich, was die Größe angeht. Oder auch bei dem anderthalbgeschossigen Haus, ist ja auch nicht ohne. Direkt daneben ist auch die Erklärung, das ist eine der vier großen Seilscheiben mit Tragseil und hat einen Durchmesser von 7,50 Meter. Die war von 1939 bis 1965 am Schacht Georg und hatte eine Teufe von 829,5 Metern. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht jetzt erklären. Kann man ja auch sonst noch mal im Netz nachlesen, wenn ihr mögt. Die Daten habt ihr ja dazu. So, hier das Gebäude nochmal vom Nahen und auch mit dem Schlafwandler oder jemanden, der oben auf dem Dach zumindest balanciert. Das habe ich vorhin gar nicht erst gesehen gehabt, auch sehr schön. Und auf der gegenüberliegenden Seite jetzt nochmal die Rückansicht vom Schloss Salder. Natürlich montags geschlossen. Und wie vorhin erwähnt, bin ich Sonntag hier angekommen und heute am Montag losgeradelt. Aber nicht dramatisch. Bin auch so schon mehr als zufrieden und dankbar, das machen zu können. Hier ein Blick auf die Gemeindebäckerei im 19. Jahrhundert. Und ein Blick nochmal auf die Mühle, die ich ja vorhin von der anderen Seite gezeigt habe. Aber neben der Mühle ist jemand, wo man sagt, er kämpfte gegen Windmühlen. Der gute alte Don Quixote. Ist ja auch ein tolles Bild. Ich würde sagen, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Der Salzgittersee und hier das Schloss. Das muss als Gesamtvideo erstmal reichen. Ich werde jetzt weiter radeln und dann mal schauen, was mich noch erwartet, beziehungsweise euch dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich fand's wieder klasse, wie fast immer. Also macht's gut, euer Markus.